Ja, hallo. Heute wollen wir uns mit Papierskulpturen beschäftigen. Das geht relativ einfach und ich zeige euch, wie das geht. Was wir brauchen, ist natürlich ein Stück Papier, möglichst Fotokarton, also ein etwas stärkeres Papier. Was wir brauchen, ein Bleistift, eine Schere und einen Cutter. Ja, legen wir mal los. Schritt für Schritt, es geht los, brauchen wir hier von unserem Blatt Papier die Hälfte. Das Einfachste ist, wir knicken das auf die Hälfte. So. Und damit wir eine saubere Knickkante haben, hier, die ist etwas unsauber, können wir, wenn wir wollen, wir müssen es nicht, aber wenn wir wollen, hier mit dem Cutter einmal wirklich locker drüber gehen, also wirklich nur ganz, ganz locker ohne Druck, denn sonst schneiden wir das Papier durch. Einfach hier die Kante ziehen und so erhalten wir hier jetzt eine saubere Kante. Das heißt, dadurch, dass wir das hier ganz leicht nur eingeschnitten haben. Der nächste Schritt ist, dass wir 2 cm jeweils von rechts und von der linken, also von der Mitte rechts und links, anzeichnen, oben und unten. Ich mache mal, dass ihr das besser seht, hier mit einem Marker. Ihr macht das mit dem Bleistift. So sieht das Ganze dann aus. Auch hier wieder mit unserem Cutter ganz locker nur drüber gehen, wirklich nur ganz locker. Ohne Druck. So, jetzt haben wir hier auch entsprechend eine Kante und hier auch eine Kante. Wir haben jetzt also 3 Kanten. Wir falten das jetzt wieder zusammen mittig und was wir jetzt machen, ist, dass wir unsere Papierskulptur, wie sie aussehen soll, ich kann mal zeigen, wie die Muster aussehen. Zum Beispiel hier, das wäre jetzt so ein Teil, ein Beispiel. Dieses hier ist ein Beispiel. Müssen wir natürlich jetzt die Linien, die wir brauchen, anzeichnen. Das heißt, ich zeige euch mal hier, wie das aussah. So sieht das aus. Und genauso machen wir das jetzt hier. Das heißt also, hier zeichnen wir unsere ausklappbaren Füße zeichnen wir dann an. Und wichtig ist, dass ihr immer wieder hier unten auf die Grundlinie kommt mit euren Zeichnungen. Also nicht hier an die Seite, sondern immer wieder hier unten auf den Boden. So, das heißt also, zum Beispiel, ah, das ist ein bisschen doof hier so. Und hier nochmal was. Ich schneide das mal aus. Die letzten Schnitte. Und zwar die Schnitte gehen immer bis an die zweite Kante hier, nicht bis zur Mitte. So, ich habe das jetzt hier ausgeschnitten. Und ihr könnt das jetzt entsprechend euch falten, wie ihr wollt, das heißt mal so, mal andere Richtung. Ich mache mal jetzt dieses Beinchen in diese Richtung, das in die Richtung, so dass wir also jetzt hier verschiedene Beinchen haben. Wie gesagt, wichtig oder schön wäre natürlich, wenn ihr vorher eure Papierskulptur beidseitig
entsprechend bestempelt habt, mit Farbe versehen habt. Ihr könnt farbiges Papier nehmen. Ihr könnt natürlich auch Sachen aufkleben, kollagieren. Aber schön wäre es, wenn ihr, wie gesagt, die Stempel nehmen würdet. Ähnlich wie zum Beispiel hier bei dieser kleinen Papierskulptur oder schon etwas größeren. Okay, viel Spaß und ja, viel Kreativität.